Was steckt eigentlich in einem Dreckblock oder in einem TNT-Block oder in einem Crafting-Table? Das werden wir heute erfahren, denn wir können alle Minecraft-Blöcke einfach mal betreten. Außerdem könnt ihr heute Google Play und iTunes-Guthaben gewinnen. Ihr müsst das Video nur anschauen. Ich werde den Code irgendwann einblenden. Also bleibt bis zum Ende dran. Es lohnt sich und ihr könnt heute kostenlos was gewinnen. Und damit geht es auch schon los, denn wir sind hier einfach mal in einem Villager-Dorf angekommen. Ich habe nämlich hier so eine Karte am Start und wir sehen, auf dieser Karte befindet sich hier ein Kreuz. Und hier bei diesem Kreuz soll sich wohl was ganz Besonderes befinden, damit wir auch Blöcke betreten können. Bin schon echt gespannt, was beispielsweise hier in diesem Grasblock drin ist oder in einem Crafting Table oder in einem Ofen. Wir werden es gemeinsam erfahren. Aber zuerst müsst ihr nochmal einen Daumen nach oben da lassen, denn es ist Wochenende. Und wie gesagt, ich verlose heute Google Play und iTunes Guthaben. Deshalb bleibt dran. Ihr werdet es irgendwann im Video sehen, den Code. Okay, aber Freunde, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ganz kurz nach, denn wir sehen, anscheinend führt uns die Karte hier zu diesem X. Also hier sehen wir das rote X. Da laufen wir einfach mal hin, würde ich sagen. Jetzt haben wir das Ganze hier in der zweiten Hand und anscheinend führt uns das Ganze hier hin, oder? Doch, ich bin beim X angekommen und das sieht aus wie ein verlassenes Villager-Dorfhaus mit einem Minecart. Okay, mal schauen, was jetzt hier drin ist und wir sehen tatsächlich, es sind hier Blockperlen drin, orangene Blockperlen. Wir hatten ja schon lilane, letztens lilane Perlen. Und mit diesen lilanen Perlen konnten wir einfach mal in Mobs reingehen. Jetzt haben wir anscheinend orangene Blockperlen am Start. Und damit sollen wir Blöcke betreten können. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Aber ich baue mal ganz kurz hier nochmal schnell ein paar Blöcke ab. Denn bevor ich in so einen Block reingehe, ich weiß ja gar nicht, was da auf uns zukommt, sollte ich auf jeden Fall nochmal Stein-Equipment haben. Deshalb mache ich eben ganz schnell Stein-Equipment. Und wenn wir das dann haben, gehe ich auch schon in den ersten Block herein. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas zu essen oder so. Ein Crafting-Table haben wir ja schon mal hier. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Den schnappe ich mir mal. Ich würde sagen, ich mache, wie gesagt, nur Stein-Equipment. Das sollte eigentlich ausreichen, sodass wir uns gegen Monster wehren können, falls wir irgendwelche Monster finden sollten natürlich. So, dann haben wir jetzt hier schon mal eine Holzspitzhacke. Damit baue ich jetzt ganz schnell einmal hier Steine ab. Ich würde sagen, ich nehme jetzt aber auch nur so viel Steine, dass wir auf jeden Fall Stein-Equipment haben. Also eine Steinaxt und eine Steinspitzhacke. Ja, das sollte eigentlich ausreichen. Ich habe gerade überlegt, ob wir auch ein Steinschwert brauchen, aber eigentlich reicht da schon eine Steinaxt aus. So, okay, das sollte dann soweit passen. Nochmal kurz hier die Sticks nachfüllen und ich würde sagen, Freunde, wir testen die Mobperle dann einfach mal. So, das allererste, was ich jetzt hier auf der Liste habe, wäre, wir betreten mal so einen Dreckblock. Okay, dann muss ich einmal ganz kurz das Ganze abbauen und natürlich neu platzieren. So, zack. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir teleportieren uns einfach mal herein. So, dann 3, 2, 1, go. Wow, Alter, wo bin ich denn? Ich bin wirklich im Dreckblock. Bah, was ist das denn? Hier sind ja richtig eklige Insekten. Oh, Freunde, oh mein Gott, ich will hier gar nicht hinschauen. Bevor wir uns den Dreckblock hier genauer anschauen, zeige ich euch noch kurz den Sponsor vom heutigen Video. Dankeschön an Shakes & Fidget, der Sponsor vom heutigen Video. Shakes & Fidget sollten die meisten von euch kennen. Ich habe euch das ja bereits einige Male auf meinem Kanal gezeigt. Aber Shakes & Fidget ist ein super cooles Spiel, was ihr auf dem Handy, auf dem PC, auf dem Tablet, also auf allen möglichen Geräten spielen könnt. Und momentan gibt es noch ein ganz besonderes Event in Shakes & Fidget, und zwar der Legendary Dungeon, wo man versuchen muss, durch verschiedene Ebenen zu kommen und dann gegen verschiedenste Monster zu kämpfen. Und im Anschluss bekommt man natürlich auch super kranke Belohnungen. Generell kann man im Legendary Dungeon sehr krasse Belohnungen bekommen, auch ohne gegen die Endbosse zu kämpfen. In Shakes & Fidget muss man nämlich seinen eigenen Charakter aufbauen. Wir werden uns den Legendary Dungeon auch nochmal am Ende des Videos anschauen und ich werde euch nochmal Google Play und iTunes Guthaben schenken. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran und checkt jetzt gerne Shakes & Fidget in der Beschreibung ab. Ladet euch das Spiel kostenlos herunter. Ihr unterstützt auch mich damit. Okay, Leute, also noch gab es noch nicht den Google Play und iTunes Guthaben-Code. Dafür müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Aber wir erforschen jetzt hier mal, was im Dreckblock eigentlich drin steckt. Und ich sehe auf jeden Fall etwas Gravelous hier am Start. Und vielleicht gibt es ja hier irgendwo sogar versteckte Kisten. Ah, was ist das denn für ein ekliges Insekt? Ich muss sagen, so, ich habe sogar schon Ameisen gesehen hier vorne.
Oh Leute, ich glaube, ich muss die Insekten mal beseitigen. Ich finde das echt schrecklich hier. Okay, wo waren jetzt hier diese Ameisen? Die krabbeln da oben. Okay. Ich muss sagen, diese Insekten da, die an der Decke krabbeln und so weiter. Oh, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, der hat mich vergiftet. Alter, okay, ich habe ihn töten können. Okay, Alter, wir haben auf jeden Fall einen fetten Schaden davon getragen, Freunde. Wir sehen, wir haben irgendeinen so Gifteffekt abbekommen. So, dann töten wir den jetzt auch mal ganz schnell. So, der nächste. Alter, sieht aus wie so ein Regenbogenkäfer. Alter, was? Wie lässt der mich denn fliegen? Oh mein Gott, ich brenne sogar. Okay, also wir sehen, so ein Dreckblock von innen ist auf jeden Fall sehr gefährlich. So, und wie sieht es mit den Ameisen da oben aus? Die muss ich auch nochmal ganz schnell beseitigen. So, oh ja, die Ameisen sind auf jeden Fall nicht so stark. Zum Glück, muss ich da auch wirklich sagen. Aber, so, die nächste Ameise noch einmal weg. So, weg mit dir, du Ameise. So, okay, da komme ich jetzt natürlich eher schlecht dran. Aber die haben, glaube ich, rote Augen bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Oh ja, sehr gut. Die können sogar an der Decke krabbeln, diese Ameisen. Das ist ja der Wahnsinn, Freunde. Okay, aber ich glaube, nach dieser Ameise habe ich dann auch alle beseitigt. Oh ja, Leute, das sieht gut aus. Ansonsten sehe ich jetzt hier noch ein paar Pilze, die wir theoretisch mitnehmen können. Aber in diesem Dreckblock ist noch nichts super Außergewöhnliches drin. Denn wir sollen anscheinend sogar noch Rüstungen und so weiter in den Blöcken finden. Aber ich würde sagen, dann schauen wir uns erstmal kurz noch die anderen Blöcke an. Ich würde sogar sagen, wir haben doch hier einen Crafting Table. Ich teleportiere mich sofort rein in den Crafting Table. Also von hier aus dem Dreckblock in den Crafting Table herein. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. 3, 2, 1, go! Wow, was? Wir sind im Crafting Table drin. Schaut euch das mal an. Also der Crafting Table sieht von innen auf jeden Fall schon ganz, ganz anders aus. Da können wir uns sicher sein. Und ich sehe sogar, hier ist ein lebender Crafting... Was? Crafting Golem unterwegs? Kann man das so nennen? Werkbank Golem. Also den würde ich eigentlich ungern angreifen. Und wir haben sogar, lol, das Crafting Feld hier dargestellt. Schaut euch das mal an. Hier so ein Crafting Feld. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch, wir haben 9 Felder hier, wo wir theoretisch was reintun können. Und was mir gerade einfällt, hier ist ja ganz schön viel Eisen. Und Leute, ich sag mal so, Eisen mitnehmen, warum nicht, ne? Ich meine, wir haben dann auf jeden Fall schon mal super gutes Equipment, wenn wir das einfach mal weiterverarbeiten. Guck mal, 36 Eisen haben wir jetzt hier schon am Start. Ich kann mir eine komplette Eisenrüstung machen. Warum soll ich das nicht mitnehmen, ne? Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann sehen wir jetzt hier, zack, schön, Eisen ist am Start. Wir können hier auch noch theoretisch Eisen mitnehmen. Sehr, sehr nice. Okay, Freunde, dann werde ich auf jeden Fall mal eine Rüstung daraus zaubern. Also den Crafting Table muss ich jetzt natürlich neu machen. Wobei, warte mal, kann es sein, ich mache mal richtig auf den Golem und... Was? Dieser Golem ist einfach mal der Crafting... Also, wie soll ich das beschreiben? Wir können nämlich richtig auf den Golem machen und wir sehen, ich kann einfach mal am Golem craften. Ich brauche gar kein Crafting Table. Das heißt, ich kann jetzt hier richtig drauf machen, kann mir jetzt ganz entspannt einen Brustpanzer machen, ich kann mir Schuhe machen, ich kann mir einen Helm machen. Ich kann mir alles machen, was ich will. Und ich mache mir am besten auch ein Schild, Freunde. Wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Ja, wobei, ich kann mir doch noch ein bisschen hier vom Holz schnappen, weil mir fällt gerade auf, ich habe nicht genug Holz für ein Schild. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal das hier, zack. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren, oder? Hä, warte mal, habe ich das falsch? Ach, natürlich geht das Rezept so, Freunde. Zack, wir sehen, Schild ist auch am Start. Und ich mache mir jetzt, wenn wir schon dabei sind oder wenn wir schon so viel Eisen übrig haben, eine schöne Eisenspitzhacke. Ich mache mir auch natürlich ein Eisenschwert und ja, alles, was wir benötigen, ist auf jeden Fall jetzt hier am Start, Freunde. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also die Werkbank von innen ist auf jeden Fall sehr interessant und ich sehe sogar, da oben ist eine Kiste. Ich brauche nur theoretisch Leitern, um dort hochzukommen. Ich mache mir deswegen jetzt mal ein paar Leitern. So, reicht das aus? Oh, das reicht jetzt, glaube ich, nicht aus. Ich muss mir also noch mal ein paar Blöcke hier klauen. Ich kann aber auch nochmal, fällt mir jetzt ein, ich kann mir nochmal eine schöne neue Axt machen, eine aus Eisen. So, zack, das ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Und dann würde ich sagen, schnappe ich mir jetzt hier ein bisschen von dem Holz, weil wir benötigen auf jeden Fall hier noch ein bisschen Holz. Sonst kommen wir da nicht hoch und ich will unbedingt wissen, was an dieser Kiste jetzt dran ist. Wir haben 12 davon und dann kommen wir da hoch. Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen, Freunde. Ich gebe mein Bestes. So, und jetzt... Ah, 12 müsste eigentlich ausreichen.
Es müsste eigentlich ausreichen. Und wir sehen, wir haben Crafting Table Rüstung. Alter, das ist doch nicht der Ernst, oder? Warte mal, ich will das jetzt sehen. Ich bin einfach mal ein Crafting Table als Rüstung. Leute, verrückt, da geht's ja gar nicht mehr. Alter Schwede, okay. Aber die Rüstung ist auf jeden Fall schwächer als meine Eisenrüstung. Aber ich kann anscheinend von überall craften. Was? Guckt euch das mal an. Ich kann einfach mein Crafting-Fenster von überall öffnen. Das ist der Hammer. Die Rüstung behalte ich auf jeden Fall im Inventar. So, jetzt kann ich leider nicht mehr überall das Ganze öffnen, aber ist auch halb so wild. Denn ich würde sagen, wir gehen auch in den nächsten Block rein. Und da sind wir auch schon wieder draußen aus dem Dreckblock jetzt, weil wir ja gerade noch im Dreckblock drin waren. Aber was darf natürlich jetzt nicht fehlen? Ich möchte auf jeden Fall wissen, was in so einem Ofen steckt. Ich bin jetzt richtig gespannt darauf, weil ich meine, der Crafting Table hat mich auf jeden Fall schon überrascht. Also so ein Ofen muss dann auf jeden Fall nochmal einen Ticken heftiger sein, denke ich zumindest. Weil ich meine, alleine so eine Crafting Rüstung zu bekommen, also Crafting Table Rüstung zu bekommen, wo man überall craften kann, ist schon sehr cool. Aber ich glaube, dass irgendwie der Ofen nochmal ein Stückchen heftiger sein wird. Deswegen werden wir das jetzt mal unter die Lupe nehmen. So, deshalb Crafting Table haben wir. Ich nehme aber nochmal vorsichtshalber ein bisschen Holz mit, weil wir haben ja schon gesehen, dass das jetzt sehr knapp wurde mit dem Holz. Und bevor wir gleich Probleme haben, versuche ich das hier zu lösen. So, deswegen, Crafting Table ist jetzt hier auch platziert. Ich mache einen Ofen, zack. Und jetzt geht's auf jeden Fall ab in den Ofen. Wobei, wisst ihr was? Ich mache noch was Besseres. Ich mache sogar einen brennenden Ofen. Ich packe jetzt einfach mal, was kann ich denn rein tun? Zack, das mache ich jetzt einfach mal herein. Und haben wir nicht irgendwas zum Brennen? Wir haben jetzt hier leider spontan nichts zum Brennen. Ich glaube, da oben, ich kann Holz theoretisch brennen, ne? Weil ich will auf jeden Fall, dass der Ofen brennt. Und dann machen wir einfach Holz herein. So, zack. Und, oh, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, solange der brennt, Freunde. Okay, Freunde, 3, 2, 1, go! Alter, wo bin ich denn gelandet? Einen brennenden Ofen, das ist ja der Hammer. Hier ist aber ein Steak. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist echt warm hier, das ist echt warm hier. Und wir sehen sogar, hier ist ein, was? Ofengolem am Start? Und der ist einfach mal auf einem Stück Fleisch drauf. Alter, das ist cool, das ist richtig cool. Muss man wirklich so sagen. Und wir sehen sogar hier, wie der Ofen am Brennen ist. Also hier schön unten dieses Rote, was quasi bei einem Ofen aufglüht, wenn er am Arbeiten ist. Und hier natürlich auch ganz viele Lagerfeuer, die am Werkeln sind. Okay, mich würde interessieren, was passiert, wenn ich diesen Golem töte. Oder kann ich eigentlich was machen mit ihm? Okay, ich kann anscheinend leider nicht in ihm was braten, in diesem Golem. Das wäre natürlich auch sehr cool gewesen, aber geht leider nicht. Okay, ich glaube, der Golem ist aber auch sehr stark. Deswegen muss ich ihn, bevor ich ihn angreife, also sicherstellen, dass er nicht an mich rankommt. So, deshalb, ich mache mal Folgendes. Okay, bewegt er sich nicht? Okay, anscheinend kann er sich gar nicht bewegen, oder? Okay, er kann sich nicht bewegen. Okay, Leute, das ist ein einfaches Spiel für uns. So, ich klatsche ihn mal um und wir sehen... Okay, okay, er droppt uns Cobblestone und... Okay, im Fleisch war eine versteckte Kiste drin. Schaut euch das mal an. Ey, das ist ja cool. Das ist cool, schaut euch das an. Ich kann hier einfach auf so eine Kiste zugreifen und hier ist einfach mal... eine Ofenrüstung am Start. Was ist das denn, Freunde? Ich muss jetzt hier einmal kurz zur Seite gehen, damit wir uns auch das genauer anschauen können. Also ihr seht hier auf jeden Fall, dass ich jetzt noch die Eisenrüstung angezogen habe. Wenn ich jetzt aber diese Rüstung mal anziehe, sehe ich einfach mal aus wie ein laufender Ofen. Und kann ich auch was damit machen? Und ich kann anscheinend, warte mal, ich kann da anscheinend Sachen schmelzen. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, werden Sachen automatisch in meinem Inventar geschmolzen, wenn ich sie abbaue. Ich habe jetzt leider allerdings nichts, was man schmelzen kann. Also keine Kohle oder kein Eisen oder sonst irgendwas. Deswegen funktioniert es natürlich nicht. Das ist sehr ärgerlich. Aber vielleicht können wir das später nochmal ausprobieren. Ich behalte die Ofenrüstung auf jeden Fall im Inventar. Ziehe jetzt aber sicherheitshalber nochmal die Diamantrüstung an. Also der Ofen war auf jeden Fall schon sehr interessant. Aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie es aussieht in einem Bienennest. Das muss ja sehr interessant sein. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo so ein Bienennest finden kann, also so ein Block. Und ich musste ein bisschen herumlaufen, aber ihr seht es wahrscheinlich schon. Hier vorne sind einige Bienen unterwegs und ich werde meine Blockperle nutzen, um in ein Bienennest reinzukommen. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze funktioniert, Freunde. Ich würde sagen, oh lol, das sind neue Bienen? Okay, wir gehen mal rein. Die ist gerade da reingeflogen. Das muss doch funktionieren. Und? Nicht funktioniert? Oh, Leute, habe ich nicht getroffen. Ich versuche es nochmal aus. Okay. Lasst nochmal ein Like da, Leute. Ich habe nicht mehr viele Blockperlen. Das ist das Problem. Ich muss da reinkommen jetzt.
Okay, also noch einmal. Weil soll ich vielleicht eine andere Quelle suchen? Vielleicht hat es da noch nicht funktioniert. Gibt es hier noch ein anderes Bienennest oder so? Ich sehe jetzt aber auch keins, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wisst ihr was? Ich probiere es nochmal aus. Ich glaube, ich war nicht drauf. So, 3, 2, 1. Oh ja, Leute, ihr seht, ich bin drin. Oh mein Gott, wo sind wir denn gelandet? Alter Schwede. Das ist gigantisch hier. Wie groß ist das denn hier? Okay, ich hab's echt unterschätzt. Ich hab's wirklich sehr krass unterschätzt. Und wir haben hier ganz... Was sind das überhaupt für Blöcke? Das sind hier neue Honigblöcke. Alter Schwede. Schaut euch das mal an. Okay, das Gute ist, hier ist ja anscheinend Wasser. Das heißt, wir können uns eigentlich hier in diesem Wasser einfach entlang schlingeln, um hochzukommen. Einfach mal gelbes Wasser habe ich auch so in der Art noch nie gesehen. Okay, Leute, also wir sind in einer ganz komischen Welt angekommen. Und ich habe ja auch schon die ein oder andere Biene gesehen. Schaut euch das mal an. Also das ist ein so Honigblock von innen so gigantisch groß ist. Das hätte ich echt nicht gedacht. Alter, das sind so... Das ist ja die... Der Wahnsinn. Was ist denn das da vorne? Was ist denn das da vorne? Das ist die Bienenkönigin. Was? Die ist ja gigantisch. Alter Schwede, ich weiß nicht, ob die sich darüber freuen wird, wenn ich jetzt einfach mal hier hereinspaziere. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wir können es... uns hier einfach mal anschauen und gucken, wie sie reagiert. Wir können hier auch anscheinend auf den Blöcken springen. Okay, anscheinend greift sie uns hier nicht an. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier vorne sehe ich sogar gelbe Schleimblöcke, die hier rumspringen. Alter, was sind das für Spinnennetze hier? Was passiert, wenn ich diesen Schleim jetzt angreife? Er gibt uns irgendwas. Irgend so ein bisschen Zucker hat er uns gegeben. Also ich sag mal so, hier sind anscheinend auch mehrere Bienenköniginnen. Ja, man muss aufpassen. Man muss wirklich aufpassen, wo man hinläuft. Ich glaube, wenn man hier falsch abbiegt, dann hat man es echt nicht einfach. Okay, ich würde sagen, Leute, ich will wissen, was passiert, wenn ich sie angreife. Greift sie uns zurück an? Die greift uns nicht mal zurück an? Habt ihr jetzt ein paar Mal angegriffen? Oh. Ich dachte vielleicht, dass uns irgendwelche anderen Bienen angreifen. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein. Oh nein, jetzt bin ich in Honig. Ich bin in Honig, Freunde. Oh Gott, ich konnte mich hier herausgraben. Wisst ihr was, Freunde? Ich muss sagen, das ist mir hier gar nicht so geheuer. Ich glaube, wir... gehen mal aus diesem Block hier wieder heraus. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst bekommen. Boah, ich muss sagen, das reicht mir aber auch jetzt echt mit so einem Bienennest. Mich würde aber eher mal interessieren, was geht denn eigentlich so ab in so einem Diamantblock oder sowas? In so einem Erz? Ich würde sagen, das will ich jetzt auf jeden Fall erfahren. Ich baue mich mal runter, bis ich so einen Diamant finde. Und da vorne bin ich schon fündig geworden, Freunde. Da ist ein Diamanterz. Okay. Das heißt, hier werde ich mich auf jeden Fall jetzt gleich mal rein teleportieren mit dieser Blockperle. Und ich würde sagen, wir zählen runter, Leute. 3, 2, 1, go. Und rein. Alter, wo sind wir gelandet? Im Diamanterz drin. Schaut euch das mal an, was sich in so einem Diamanterz befindet. Hier sind ja so viele Diamanten. Ich kann mir ja super einfach eine Diamantrüstung machen. Schaut euch das mal an, Freunde. Ich kann diese Diamanten jetzt ganz einfach mitnehmen. Und wir sehen sogar, da ist einfach mal so ein Diamantgolem. Schaut euch den mal an. Der sieht aber richtig cool aus. Also, dass sowas in Erzen drinsteckt, hätte ich echt nicht erwartet, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt hier diesen Crafting-Table. Zack. Und auf einmal habe ich schon eine ganze Diamantrüstung am Start. Schaut euch das mal an. Wie einfach ging das jetzt, bitteschön? So, das ziehe ich jetzt einfach mal aus. Zack. Die Eisenrüstung kann dann hier zur Seite geschmissen werden. Und ich meine, wenn wir jetzt schon so viele Diamanten haben, selbstverständlich mache ich mir dann auch nochmal Diamant-Equipment. Warum sollte ich mir kein Diamant-Equipment machen, ist die Frage. Das alte kann dann natürlich auch alles schön weggeworfen werden. Und schaut euch das mal an. Feinstes Diamant-Equipment. So lieben wir das doch. Okay, aber mich interessiert jetzt natürlich, was passiert, wenn ich diesen Diamant-Golem einfach mal angreife? Wird er zurück angreifen? Ich habe... Oh Gott, oh ja. Er greift zurück an. Okay, ich habe ja so ein Schild. Und so kann er theoretisch mir gar nichts. Ja, das ist perfekt, Freunde. Das ist wirklich perfekt. Er hat keine Chance, irgendwas zu machen. Und wir können ihn jetzt hier ganz einfach... beseitigen. So, du Diamantgolem, du kannst dich jetzt hier verabschieden. Ah, der macht, glaube ich, gar nicht so viel Schaden, oder? Der schafft es gar nicht, Schaden zu machen, wenn wir blocken. Schau ich das mal an. Okay, das heißt, ich brauche mich gar nicht runter hochbauen. Dachte, dass ich nur dann eine Chance habe. Aber der hat auch so keine Chance. Okay, zack. Dann töten wir ihn jetzt und mal schauen, was er droppt. Kann er uns überhaupt angreifen? Okay, er kann uns gar nicht angreifen, warum auch immer. Und er droppt sogar auch nochmal ein paar Diamanten. Na gut, wir hatten jetzt eigentlich schon genug Diamanten, aber ist auch halb so wild. Okay, also das ist auf jeden Fall ein Diamantblock drin oder Diamanterz drin. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Okay, okay. Aber Freunde, ich würde sagen, so richtig Bock... Was ist denn da passiert? TNT?
T-Block? Okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, eigentlich würde ich auch noch mal gerne so einen TNT-Block reingehen. Ich glaube, das könnte aber echt gefährlich ausgehen. Wir versuchen es mal aus, Freunde, ob es klappt. Ich teleportiere mich mal rein und es hat nicht funktioniert. Okay, Leute, ich glaube, damit es funktioniert, werde ich euch jetzt noch mal ganz schnell Google Play und iTunes Guthaben schenken. Also bleibt dran. Ich werde euch gleich zeigen, was auch in diesem TNT-Block drin ist. Und zwar sehen wir jetzt hier unten rechts, der Legendary Dungeon ist noch geöffnet, wo wir auch hereingehen. Wir sind bei der 27. Etage. Wir haben ja letztes Mal die ersten 25 Etagen geschafft und alle 25 Etagen gibt es ja einen neuen Boss. Und wir sehen, ich kann mich jetzt hier wieder entscheiden zwischen links und rechts. Links ist nämlich hier eine Falle und rechts ist ein Glücksrad. Ich gehe mal nach rechts und rechts war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung. Ich habe keinen Schaden bekommen, kann jetzt hier weiterlaufen. Wir sehen jetzt, wenn ich beispielsweise diese Fragezeichentür nehme, kann ich auch zum Beispiel zu einer Kiste kommen. Hier war jetzt Geld drin, super gut. Manchmal ist allerdings auch was Schlechtes drin, also schlechte Effekte. Jetzt habe ich eine linke Tür, die verschlossen ist. Da kann ich nicht reingehen. In die rechte Tür kann ich allerdings reingehen. Und so kämpft man sich von Etage zu Etage. In der rechten Tür haben wir so einen Handabdruck. Da kann ich tatsächlich auch durchlaufen, bekomme allerdings ein bisschen Schaden. Hier wieder der Handabdruck, der natürlich signalisiert, lieber nicht rangehen, weil wir auch da Schaden bekommen. Bevor ich aber weitermache, zeige ich euch den allerersten Code jetzt. Und zwar sehen wir, das ist der Google Play Guthaben-Code. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und den iTunes Guthaben-Code zeige ich euch ebenfalls gleich. Und wir machen weiter mit der rechten Tür. Und zwar sehen wir jetzt hier, zack, jetzt haben wir hier eine goldene Kiste und bekommen sogar richtig krasse Items. Die verkaufe ich jetzt einfach mal alle. Ich könnte sie theoretisch aber auch benutzen für mich. Als Druide ist natürlich Intelligenz sehr wichtig. Und jetzt nehme ich hier die linke Tür, muss einen Schlüssel benutzen. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen durchkämpfen, sodass wir halt auch bei dem Endboss sind von Etage 50. Es gibt aber auch Schlüsselhändler, wie zum Beispiel hier, womit wir einige coole Fähigkeiten uns erkaufen können. Bei Etage 50 angekommen haben wir die Boss-Tür. Dort können wir reingehen und wir sehen schon, wir müssen hier gegen den Boss antreten. Und zwar ist das Uschi, Vertragsmagierin der Armee. Und wir bekommen natürlich coole Belohnungen und ich gebe euch jetzt auch eure Belohnung. Also iTunes-Guthaben, Apple-Guthaben. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ladet euch Shakes & Fidget kostenlos in der Beschreibung herunter. Und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Okay, Leute, jetzt sind wir aber auf jeden Fall bereit. Jetzt sind wir bereit. Und ich würde sagen, wir gehen herein. So, und okay, jetzt sind alle Enderperlen beseitigt oder weg. Und wir sehen einfach mal, das ist hier einfach mal ein TNT-Block von innen. Ja, wer hätte es gedacht? Komplett gefüllt mit TNT. Und wir haben hier sogar einen TNT-Golem drin. Ich glaube, er hat aber keinen Effekt, wenn ich auf ihn Rechtsklick mache, oder? Ja, sieht jetzt hier nicht so danach aus, oder? Oh, nein! Oh Gott, was ist jetzt passiert? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter Schwede, wo bin ich denn gelandet? Warte mal, ich muss nochmal hoch. Ich bin hier einfach mal irgendwo, oben gelandet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dieser Golem ist immer noch sauer auf mich. Hä, wo ist denn das TNT jetzt hergekommen, oder? Hä? Was passiert jetzt hier? TNT-Geräusche? Nein. Ich bin maximal verwirrt gerade. Was geht denn hier ab? Ich check hier gar nichts mehr. Was? Hey, jetzt geht hier alles in die Luft. Oh mein Gott, Hilfe!